Wir haben jetzt viel über die Operation an sich gehört und wir wollen jetzt über die Vorbereitung sprechen. Was kann ich vorher machen? Wir sprechen im Prinzip von einer Art von tertiären Prävention. Der Patient hat die Erkrankung, die besteht, und jetzt ist die Indikation gestellt zur Operation oder man spricht oder man denkt über die Operation nach. Und nun gilt es, dass man die Komplikationen, die postoperativ, entweder kurzfristig, unmittelbar nach der Operation, aber auch natürlich im langen Verlauf vermeiden möchte. Sowohl als Patient, auch als Arzt, um nachher letztendlich eine verbesserte Lebensqualität zu schaffen. Weil das ist das, was im Vordergrund im Prinzip für alle stehen sollte. Und dazu muss man wissen, jeder Patient bringt gewisse Risikofaktoren mit sich. Das sind einerseits Risikofaktoren, die einfach da sind. Das kann zum Beispiel ein hohes Alter sein, das betrifft die Patientengruppe natürlich eher weniger. Das kann aber auch die zugrunde liegende Autoimmunerkrankung sein. Die ist da, man hat ein runtergefahrenes Immunsystem. Das ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Komplikationen, von Wundheilungsstörungen nach der Operation. Aber es gibt auch eine ganze Menge Risikofaktoren, wie schon angesprochen, die man eben, die modifizierbar sind, die man ändern kann, die, auf die man Einfluss haben kann, und die sollte man präoperativ auch angehen. Das ist zum einen zum Beispiel Rauchen, ja? Also Lifestyle-Veränderungen, die anstehen. Es sind aber auch die Immunmodulation, die Medikamente, wie schon angesprochen, die man einnimmt, die einen Einfluss auf das Immunsystem haben, das man eventuell vorher absprechen muss, ob man da etwas tun kann, ob man daran etwas verändern kann. Aber das ist auch der Ernährungsstatus, der zum einen sein kann, dass man übergewichtig ist, dass man eine erhöhte Fettmasse hat. Das ist einerseits auch ein Risikofaktor für die Entstehung von Komplikationen, aber vor allem eine Mangelernährung. Also der Körper ist nicht optimal ernährt, hat nicht die optimalen Reserven. Und da spielt die Sarkopenie, also die mit einer Mangelernährung zusammenhängen kann, eine große Rolle. Sarkopenie meint eine Verminderung an Muskelmasse und Muskelkraft. Und die ist bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr, sehr häufig vorhanden und ein wichtiger Risikofaktor für die Entstehung von Komplikationen. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Ich habe hier mal eine Computertomographie mitgebracht. Ja, also da sieht man eine Computertomographie vom Bauch, einmal Querschnitt im Prinzip. Und hier haben wir im Prinzip die Skelettmuskulatur, die uns interessiert, die man durch solche Schnittbildverfahren, auch ein MRT zum Beispiel, sehr schön sehen kann. Einmal die Bauchmuskulatur, aber auch die Rückenmuskulatur. Die kann man ausmessen, man kann die Masse bestimmen und man kann auch die Qualität bestimmen. Und dann sieht man hier einmal auf den Bildern, ne, das ist hier einmal der gleiche Patient, die kann man sich dann anfärben, die wird dann im Computersystem sozusagen ausgerechnet. Das ist ein Patient, da sieht die Muskulatur gut aus. Das ist relativ normal. Das ist aber ein Patient, und das sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick, auch als Laie, denke ich, dass hier die Muskulatur sehr ausgedünnt ist, sehr wenig. Und hier vor allen Dingen von der Qualität, wenn man das mal vergleicht, sehr verfettet ist. Also die ist nicht so stark vorhanden. Aber wenn man sich einmal den Bauchumfang anguckt, so von außen, sieht man da wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Und das ist das nächste Problem. Die Sarkopenie, die ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Also auch ein Patient, der äußerlich gut ernährt und man sagt, ach, ich habe gute Reserven, das macht nichts, muss es nicht heißen, dass das auch so ist. Eine Verminderung der Muskelmasse kann auch vorliegen, auch wenn man zum Beispiel adipös übergewichtig ist. Da ist der Begriff Sarkopene Adipositas, also eine Kombination von Übergewicht und einer verminderten Muskelmasse, entscheidend. Und der ist in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden, weil das natürlich ein wichtiges Problem in unserer Bevölkerung auch ist. Und das ist auch identifiziert worden als eigenständiger Risikofaktor für die Entstehung von Komplikationen. Wir wollen jetzt also den Patient fit für die Operation machen. Und warum das Ganze? Wir haben den Zeitpunkt der Operation, der ist gestellt, und wir wissen, die Operation ist eine wahnsinnige Belastung für den Körper. Also löst es eine wahnsinnige Stressreaktion. Und man fällt nach der Operation immer erstmal in ein Loch. Man nimmt also erstmal von der Leistungsfähigkeit ab. Das ist ganz normal, das geht allen so, ob jung oder alt. Und man braucht dann erstmal eine gewisse Zeit, um sich wieder zu erholen. Und nun ist der Gedanke zunehmend jetzt gekommen, sich auf diesen Zeitpunkt einfach besser vorzubereiten. Wenn wir wissen, so eine Operation ist eben eine wahnsinnige Belastung für den Körper. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Marathonlauf. Und kein Marathonläufer würde unvorbereitet und untrainiert in einen Wettkampf gehen, in einen Lauf gehen. Also warum denn unvorbereitet in eine Operation gehen? Und deswegen ist es wichtig, die Tage und Wochen vor einer Operation zu nutzen, um die Leistungsfähigkeit, um die körperliche Funktionalität, den Ernährungsstatus und alle
Risikofaktoren, an denen wir etwas ändern können, schon in der Zeit vor der Operation zu optimieren, den Körper zu stärken, um dann im Prinzip während der Operation, klar, man lässt erst nach, man fällt in das Loch, aber man erholt sich eben dann auch schneller wieder. Man ist schneller wieder an seinen Ausgangszustand, als wenn man eben sich nicht vorbereitet. Wie kann man das Ganze erreichen? Was gehört alles zur Prähabilitation? Das ist einmal ein ganz wichtiger Faktor, die Ernährungstherapie. Da werden wir sicherlich nachher noch ganz viel von Frau Dr. Müller hören, aber das ist eine ganz wesentliche Säule. Es gehört auch dazu Sport. Ja? Also man muss sich körperlich darauf vorbereiten. Man darf nicht denken, ich muss mich jetzt ausruhen, mir steht eine große Operation bevor, ich muss mich jetzt körperlich schonen. Das ist falsch. Man muss sich am besten mit einem gezielten Training darauf vorbereiten. Da kommen wir noch mal ein bisschen genauer drauf, was das Ganze bedeuten kann. Es gehört aber auch eine psychologische Unterstützung dazu. Ein ganz wichtiger Punkt, das sind oftmals junge Patienten, die es betrifft, die haben die Erkrankung, müssen so eine Operation bekommen, die einen starken Einfluss auf die Lebensqualität hat. Damit muss man erstmal fertig werden. Das ist nicht einfach. Dann auch die Motivation natürlich für so ein Programm. Man muss auch sowas sehen, das ist etwas, wenn ich mich prähabilitiere, etwas tue, das ist etwas, was ich für mich tue, das ist etwas, wo ich mich nicht nur in die Hand der Ärzte geben muss, sondern ich kann ja etwas im Teil zu meiner Genesung auch selbst beitragen. Lifestyle-Veränderungen habe ich schon verändert, gehören dazu. Rauchentwöhnung, Reduktion, Alkoholreduktion zum Beispiel. Patient Blood Management sei einmal erwähnt, das trifft also, wenn man eine Blutarmut hat vorher aufgrund eines Eisenmangels zum Beispiel, das kann man durch Laboruntersuchungen erkennen und sollte eventuell ausgeglichen werden, damit man eben Bluttransfusionen vermeidet und auch hier Blutheilung besser ist. Und die Medikation anpassen, natürlich nicht selbstständig, sondern in enger Rücksprache mit den Gastroenterologen und den Chirurgen zu gucken, welche Medikationen kann man eventuell reduzieren, ausschleichen, damit sie eben nicht so einen großen Einfluss haben. Viele, viele Studien gibt es dazu, das will ich nur mal kurz antasten. Viele Übersichtsarbeiten über Prähabilitation. Ehrlich gesagt weniger für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sondern viel auch Krebspatienten, die es betrifft. Also alles Patienten vor großen Bauchoperationen, weil man eben weiß, dass hier doch gewisses Risikoprofil vorliegt und Komplikationen einfach wichtig sind. Und da will ich einfach nur mal zeigen, wie so ein Prähabilitationsprogramm aussieht, ist nicht klar definiert und kann man Stand jetzt auch noch nicht klar definieren. Also der Umfang von Sportübungen, ob es jetzt Ausdauertraining ist, Krafttraining, wie sieht die Ernährungstherapie aus, Eiweißsupplemente oder Immunmodulation, wie lange führe ich so ein Programm durch und wo mache ich das, zu Hause oder per App oder im Krankenhaus, das ist alles noch nicht klar definiert und ist alles sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich wird es daraus hinauflaufen und ich denke, das macht auch Sinn, dass man präoperativ sozusagen ein maßgeschneidertes Prähabilitationsprogramm ausübt. Man stellt sich beim Arzt vor, man guckt, welche Risikofaktoren sind vorhanden und wo kann ich etwas angreifen, wo profitiert der Patient, wo kann ich ihn verbessern sozusagen. Wie kann das jetzt im Einzelnen aussehen? Ernährungstherapie, präoperativ, es geht erstmal darum, den Ernährungszustand zu erfassen. Das ist ganz wichtig und hier zählt nicht nur, den Patienten einmal auf die Waage zu stellen, sondern ich muss mir die Körperzusammensetzung genauer angucken. Dafür brauche ich nicht immer ein CT. Wenn das vorhanden ist, dann kann man das gut nutzen, aber man würde natürlich nicht extra ein CT in Computertomographie anfertigen. Das ist mit Strahlenbelastung verbunden, aber es gibt andere Methoden, eine bioelektrische Impedanzanalyse, wo man die Körperzusammensetzung erfassen kann und schauen kann, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, wie viel Kalorien brauche ich, wie viel Eiweiß brauche ich eigentlich. Das muss man als Patient wissen. Und dann schauen, kann ich das durch eine normale Ernährung zu mir nehmen, kann ich das damit decken, brauche ich eventuell vor der Operation noch zusätzliche Trinknahrung, die mit Eiweißen angereichert sind. Habe ich noch schwerwiegendere Probleme, dann gibt es immunmodulierende Nahrung, wo bestimmte Immunkomponenten drin sind, die nochmal dem Immunsystem extra helfen. Und in Einzelfällen, aber wirklich nur in Einzelfällen, ist auch manchmal eine parenterale Ernährung präoperativ gefordert. Das heißt, eine Ernährung über die Vene, über einen zentralen Venenkatheter für Patienten, die wirklich auf den normalen Wege kaum Nahrung zu sich nehmen können. Sport, wie gesagt, ist ganz wichtig. Erstmal zu wissen,
nicht ausruhen, sich nicht schonen, sondern im Alltag die körperliche Aktivität zu steigern, wie es geht. Mehr Treppen laufen, nicht den Fahrstuhl nehmen zum Beispiel. Damit geht das schon los. Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder die Wege erledigen. Und das muss man natürlich ganz individuell schauen, was dem einen fällt das unheimlich leicht. Der sagt, oh, ich habe sowieso schon immer gerne Sport gemacht und habe eh meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, da mache ich da weiter. Der andere, naja, der macht das eben nicht so gerne. Da muss man Wege finden, was einem gefällt, wie man sich was geht, ne? Das muss man individuell besprechen. Atemtraining, da kann man sich vorher so einen Atemtrainer geben lassen, um die Lunge auch auf den Eingriff vorzubereiten, ein bisschen zu schulen. Ne? Man ist ja beatmet während des Eingriffs und sowas wie nach der Operation Lungenentzündung, das kann durchaus auftreten, aber wenn man die Lunge schön vorbereitet, dann kann man auch da das dem Risiko entgegenwirken. Natürlich ist immer super wie Diät, Physiotherapie, Sporttherapie das Beste, aber muss man gucken, wie man das umsetzt. Rauchentwöhnung, dazu bin ich schon gekommen, das sollte man auf jeden Fall anstreben. Eine psychologische Unterstützung, motivierende Gespräche, Angst, Strategien zur Angst- und Depressionsbewältigung, wie kann ich damit umgehen, halte ich für ein ziemlich wichtiges Thema. In dem Sinne, das muss nicht immer ein Psychologe sein, zu dem man geht. Das kann auch manchmal, das haben wir aus eigener Erfahrung, das kann auch manchmal der Physiotherapeut sein, der dabei hilft. Der einfach mit dem Patienten spricht und über die Erkrankung und was man dagegen tun kann, das kann schon auch helfen. Das Patient Blood Management, wie gesagt, das ist eher dann für die Ärzte, die dann halt gucken, besteht da eine Eisenmangelanämie, kann ich da vorher etwas ausgleichen und auch die Immunmodulation, nichts, was der Patient selber macht, sondern hier muss in enger Rücksprache mit den Gastroenterologen und mit den Chirurgen geguckt werden, was kann ich eventuell an der Medikation optimieren. Gut, ich hoffe, das war ein kleiner Überblick, über was man vorher machen kann. Gibt es irgendwelche Fragen? Was Sie eben angedeutet haben, ist zwar sehr theoretisch in meinen Augen die Frage, welcher Arzt führt die Koordination der einzelnen Sachen durch. Und oftmals steht ja zwischen der Entscheidung OP und der OP gar nicht so ein langer Zeitraum. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, und da stellt sich bei mir die Frage, wie will ich das eigentlich alles so kompakt erfassen, dass ich mich optimal auf die Operation vorbereiten kann? Das ist eine sehr gute Frage, der wir uns in den letzten Jahren auch zunehmend gewidmet haben, weil das Konzept Rehabilitation ist relativ neu, wird erstmal durch Studien, das machen große Häuser vor allen Dingen, auch viel in anderen Ländern. Bei uns in Deutschland ist es sehr schwer abbildbar durch das Gesundheitssystem. Das sieht das eigentlich nicht vor, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben... Richtig, das ist immer die Frage. Genau. Und deswegen muss man kreativ werden. Wir haben für uns die Erfahrung gemacht, es bringt viel den Patienten. Wir haben seit seit drei Jahren eine Studie auch dazu durchgeführt, haben damit Erfahrungen gesammelt und sind jetzt gerade dabei, das auch in den Alltag einzuführen. Man muss da ehrlicherweise sehr kreativ werden, wie man das abbilden kann, aber wir halten es für eine sehr wichtige Sache und wir sehen uns als Chirurgen eigentlich dafür in der Verantwortung. Also ich denke nicht, dass die Gastroenterologen oder bei anderen Krankheitsbildern die Onkologen dafür primär oder in manchen anderen Ländern sind es die Narkoseärzte, die sich dafür verpflichtet fühlen. Wir als Chirurgen sehen uns dafür als Ansprechpartner, weil wir führen nachher die Operation durch und wir müssen eigentlich den Patienten so früh wie möglich präoperativ sehen, kennenlernen und gucken, wo sind denn seine Risikofaktoren. Wir im Klinikum fangen jetzt gerade an mit einer Sprechstunde dafür und wollen das sozusagen zusätzlich die Risikofaktoren erfassen mit Frau Dr. Müller sozusagen, die uns in der Ernährungstherapie unterstützt, mit unserem ambulanten Reha-Zentrum, die in der Sporttherapie uns unterstützen. Also wir sehen das vor, auch wenn wir das nicht direkt bezahlt bekommen, das sozusagen trotzdem zu machen, weil wir einfach denken und wissen, unsere Patienten profitieren im Nachhinein davon. Ja? Und nochmal kurz zu der Frage des Zeitraums. Das muss nicht ein halbes Jahr sein. Und den hat man natürlich auch nicht. Aber man hat natürlich bei der Colitis ulcerosa zum Beispiel den Vorteil, dass man jetzt nicht innerhalb von einer Woche in der Regel operieren muss. Ja, man kann also schon diesen Zeitraum auf 2, 3, 4 Wochen dehnen. Man denkt ja auch, man kann eigentlich damit anfangen, zu dem Zeitpunkt, wo man über die Operation
nachdenkt, beziehungsweise mit der Ernährungstherapie und das mit der Frau Dr. Müller auch noch erzählen, fängt man ja auch schon vorher an, schon während der medikamentösen Therapie, wo man vielleicht noch gar nicht über eine Operation nachdenkt. Ja. Gut, das hört sich alles schön an. Ja. Die Frage ist, wie viele Krankenhäuser können das machen? Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass mit der Krankenhausreform, die ja angestrebt ist, diese Fallpauschalenregelung nicht mehr das Primat erhält, sondern wirklich der Patientin im Mittelpunkt steht. Und ich wünsche mir eigentlich von den Krankenhäusern, insbesondere von den Chirurgen, eigentlich mehr Zusammenarbeit, dass auch im Endeffekt dann auf diese Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht wird, dass die Patienten die Möglichkeit haben, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, wo es ja darum geht, Betroffene helfen, Betroffenen. Ja, und da denke ich nicht nur an den PCCV, sondern bei einer Stromanlage auch an die Lilko. Und dass die Patienten informiert werden, dass es solche Organisationen gibt und dort die Möglichkeit besteht, sich wirklich mit Betroffenen zu unterhalten, um über den Alltag dann nachzusprechen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber das ist natürlich so politisch und so, das ist ein sehr spezielles Krankheitsbild. Rehabilitation ist was Spezielles, das macht halt längst nicht jeder, das wird auch, glaube ich, nicht jedes Krankenhaus machen. Aber wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, dass wir es machen, die Frau Dr. Wobit, bringt jetzt eine eigene Sprechstunde an. Natürlich aus diesen ganzen finanziellen Aspekten kommt das überwiegend von Patienten, die Karzinomerkrankungen gehabt haben. Ja, das ist, wenn die dann eine Bestrahlung vor der Krebsoperation gehabt haben, dann kann man diese Zeit gut nutzen. Aber gerade bei der dreizeitigen Proktokolektomie ist es auch eine super Indikation. Aber auch wenn man eine Proktokolektomie plant, hat man da die Zeit. Und wir bieten da jetzt eine eigene Sprechstunde an, die quasi extra darum kümmert mit den Partnern. Ich glaube, das ist schon was ganz Wichtiges. Und natürlich ist es wichtig, dass die Selbsthilfegruppen da mit im Boot sind. Da bin ich 100% dabei. Oft ist es natürlich so, vor der Operation ist die Bereitschaft der Patienten für eine Selbsthilfegruppe manchmal nicht so groß. Ja? Und ich sage nachher nicht, wir haben es ja gesagt, aber dann muss man nachher, wenn die Probleme da sind, nochmal anbieten. Und dann ist es ja auch gut, dass das Netz da ist, um die Patienten aufzufangen.